Hintergeht die Barmer Ersatzkasse bewusst ihre Versicherten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein Fall aus der Vertretungspraxis von rentenbescheid24.de. Ich kann schon fast sagen, ein Stück aus dem Tollhaus des Sozialversicherungsrechts mit unserer Vermutung des systematischen Vorgehens durch die entsprechende Krankenkasse. Was ist passiert? Eine Mandantin beauftragte uns mit der Durchsetzung von Pflegepunkten für ihre Rente. Sie bezieht seit dem 1. Januar 2016 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die kennen Sie ohne Abschläge. Dazu haben wir auch auf Rentenbescheid 24 oder im YouTube Informationen hinterlassen, ein Video. Können Sie sich alles mal in Ruhe angucken. So, sie hat einen erwachsenen Sohn. Dieser hat Trisomie und geht trotz seiner körperlichen Einschränkung fleißig in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Seit 2015 hat er eine Pflegestufe 2 und einen Grad der Behinderung von 100 und ab 2017 den Pflegegrad 4, also nach den neuen rechtlichen Vorschriften. Ein Pflegegutachten aus dem Jahr 2015, 2016 bescheinigt unserer Mandantin die pflegerische Tätigkeit. Von sich aus, das ist also schon mal bemerkenswert, hat die Barmer keine Anstalten gemacht, unserer Mandantin diese Pflegepunkte mal zuzuerkennen oder ihr mal einen Hinweis zu geben, sie haben einen Anspruch auf diese rentenrechtlichen zusätzlichen Zeiten, könnte ja die Rente erhöhen, kostet der Barmer natürlich ein bisschen Geld, müssen ja Beiträge dafür zahlen. Unsere Mandantin meldete sich aufgrund einer rentenrechtlichen Frage bei uns und wir haben dann schnell gesehen, was da los war und haben die Unterlagen gesichtet und haben am 10. Dezember letzten Jahres, 2018, einen Antrag auf Zuerkennung dieser Pflegezeiten als rentenrechtliche Zeiten bei der Barmer gestellt. Und Sie werden es nicht glauben, am 19.12., also 8 Tage danach, kam ein Schreiben an uns mit der Ablehnung dieser Pflegezeiten. Und zwar, ich halte es mal ganz kurz hoch und da steht dann Folgendes drin. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Knöppel, nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen werden unter bestimmten Voraussetzungen in den Schutz der gesetzlichen Pflegeversicherung und so weiter einbezogen. Die Pflegetätigkeit ihrer Mandantin kann nicht im Sinne der Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen berücksichtigt werden. Es wird dabei auf das Gutachten des medizinischen Dienstes, halten Sie sich fest, vom 25.03.2004 zurückgegriffen bei der Begründung. Das heißt also, man greift hier auf ein Gutachten aus dem Jahr 2004 zurück und bezieht das sozusagen in dieses Schreiben rein. Interessant bei diesem Schreiben ist Folgendes, und deshalb sage ich ein Stück Tollhaus aus dem Sozialversicherungsrecht, dieses Schreiben ist dem äußeren Erscheinungsbild praktisch im Grunde genommen nichts weiter als ein ganz normales Informationsschreiben, aber in Wirklichkeit ein Ablehnungsbescheid. Hier wird meiner Mandantin eine beantragte Leistung abgelehnt. So, in dem Schreiben gibt es keine Rechtsmittelbelehrung, es ist maschinell ersetzt worden, maschinell ausgeführt worden und das war's. Bezogen auf unseren Antrag, den wir ja bis zum 1.3.2018 gestellt haben, wird auch nicht in diesem Bescheid auf das neue Recht eingegangen. Es wird einfach pauschalisiert abgelehnt. Was haben wir gemacht? Wir haben selbstverständlich gegen den Bescheid vom 19.12.2018 Widerspruch eingelegt. Fristwarnend hätten wir gar nicht machen müssen, weil die Rechtsmittelbelehrung fehlt. Jetzt geht das weiter. Dann bekommen wir am 17.01.2019 von der Barmer Ersatzkasse ein Schreiben. Ja, liebe Mandantin, du hast Anspruch auf diese Pflegezeiten. Da haben wir uns gefreut und haben gesagt, Mensch, hervorragend, einmal frei, unsere Mandantin bekommt die begehrten Pflegezeiten und damit auch eine Rentenerhöhung. Das war wiederum Grundlage dafür, dass wir der Barmer Ersatzkasse einen sogenannten Kostenfestsetzungsantrag geschrieben haben. Denn unsere Mandantin hat uns ja für unsere Tätigkeit bezahlt. Was macht die Barmer Ersatzkasse? Die Barmer Ersatzkasse schickt uns ein Schreiben und teilt uns mit, dass sie die Kostenfestsetzung nicht erstatten will. Das war jetzt im Februar. Deswegen sagen wir Ihnen das auch, dass, was hier eigentlich los ist mit der Barmer Ersatzkasse, und teilen uns mit,
dass das Schreiben aus dem Jahr 2018 mit der Ablehnung ja nur ein informelles Schreiben gewesen sein soll. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ein informelles Schreiben, in dem die Barmer Ersatzkasse einen Anspruch meiner Mandantin ablehnt. Daraufhin haben wir dann gegen die Ablehnung der Kostenerstattung wiederum sofort Widerspruch eingelegt. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz zitieren, was ich da geschrieben habe. Im Vorbezeichnen der Angelegenheit habe ich die Ablehnung der Kostenfestsetzung vom 6.2.2019 erhalten. Ich bin es gelinde gesagt leid, auf diesen haarsträubenden Irrsinn inhaltlich näher einzugehen. Es wären informelle Schreiben gewesen, gegen die ich im Auftrag von meiner Mandantin Widerspruch eingelegt habe. Was für ein Witz. Sie haben auf Antrag die Zuerkennung der Rentenpunkte für unsere Mandantin für die Pflege ihres Sohnes abgelehnt. Damit haben Sie in die Rechte meiner Mandantin eingegriffen. Ob Sie dieses Schreiben als informelles Schreiben bezeichnen, ist mir völlig egal. Es war der Rechtsnatur nach ein Ablehnungsbescheid ohne Rechtsmittelbelehrung. Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Begriff des Verwaltungsaktes im Sozialversicherungsrecht bekannt sein dürfte. Meine Damen und Herren, Sie werden es gar nicht glauben, die Barmer Ersatzkasse hat uns dann relativ zeitnah die angefallenen Kosten für die Vertretung unserer Mandantin überwiesen. 380,80 Euro. Ich verrate da kein Geheimnis, das sind die gesetzlichen Gebühren. Selbstverständlich werden wir auch gegen den Widerspruch beim Kostenfestsetzungsbescheid auch nochmal Gebühren erheben, und zwar in gleicher Höhe, 380,80 Euro. Was will ich damit sagen? Die Barmer Ersatzkasse, und das ist kein Einzelfall, lehnt oftmals Leistungen ab. Das machen im Übrigen auch andere Krankenkassen, lehnt oftmals Leistungen ab, ohne da reinzuschreiben, Ablehnungsbescheid mit Widerspruchsbelehrung und so weiter, mit Rechtsmittelbelehrung und so weiter. Die meisten Leute erkennen das gar nicht und tun dann einfach nichts. Unser Tipp oder unsere Empfehlung: Lassen Sie sich das bloß nicht gefallen, sondern legen Sie gegen solche Schreiben, wo ausdrücklich Leistungen abgelehnt werden oder wo es auch keine Anhörung zu beabsichtigten Leistungsablehnung ab, Widerspruch ein. Lassen Sie sich bitte auf keine Diskussionen mit den Krankenkassen ein. Diese rufen auch oftmals sehr gerne an und wollen Sie telefonisch bearbeiten. Es ist Ihr gutes Recht, dass das, was an Entscheidung durch die Krankenkasse getroffen worden ist, dann später nochmal in einem Rechtsmittelverfahren geprüft wird. Also legen Sie Widerspruch ein und notfalls auch Klage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.